Menschen entwickeln sich im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre. Und entweder sie wachsen in der Beziehung zusammen oder aber nur einer wächst und dann wird es schwierig. Oder sie wachsen beide, aber in unterschiedliche Richtungen. Und dann macht es irgendwann einfach Sinn, das Ganze zu beenden. Die Amerikaner haben einen Spruch, der sinngemäß so heißt, wenn du der Cleverste, der Smarteste, der Intelligenteste, der Erfolgreichste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Dam, 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 dam. Du willst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um uns totgeschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühl mich jung und du dich alt. So fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Und mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Und mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Wir sind ein festgefahrenes Ritual, das immer stärker brennt. Und ich frage nicht mehr nach, was uns verbindet oder trennt, weil ich weiß, wir fahren weiter im Kreis. Wir müssen atmen, wieder wachsen, bis die alten Schalen platzen. Und wo wir uns selbst begegnen, fallen wir mitten ins Leben. Wir gehen auf anderen Wegen. Und mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein, vielleicht muss es so sein. Und mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein, vielleicht muss es so sein. Ich geb dich frei, ich werd dich lieben. Ist ein Teil von dir geblieben. Gib dich frei, ich werd dich lieben. Frei, ich werd dich lieben. Dam, 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 dam. Oh, schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Und vielleicht muss es so sein. Dankeschön. Sehr cool. Danke. Vielen Dank. Wow, ihr habt noch Energie und noch alle da, das ist ja der Wahnsinn. Habt ihr auf den Text geachtet von diesem Lied? Das ist von Andreas Burani, das ist wirklich ein Top-Titel gewesen und es ist so ein Trennungslied. Er hat da
ja, irgendeine Trennung von irgendeiner Partnerin verarbeitet. Und habt ihr auf den Text geachtet? So ein paar Stellen. Du willst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Ich fühle mich jung, du dich alt. Ich bin dafür, du dagegen. Und die entwickeln sich komplett gegensätzlich. Und das ist normal. Menschen entwickeln sich im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre. Und entweder sie wachsen in der Beziehung zusammen oder aber nur einer wächst und dann wird es schwierig. Oder sie wachsen beide, aber in unterschiedliche Richtungen. Und dann macht es irgendwann einfach Sinn, das Ganze zu beenden. Und das hat er gerade hier verarbeitet. Und das ist ohne Groll. Ohne Groll. Er geht einfach hin und sagt, Mensch, ich gebe dich frei. Es ist alles gut, aber es passt nicht mehr. Ihr erwartet jetzt irgendeinen Vortrag zum Thema Verkaufen, wie macht ihr mehr Umsatz, wie könnt ihr bessere Abschlüsse machen und so weiter. Das ist eigentlich mein Kernthema. Aber für heute Abend habe ich was ganz anderes, was wichtiger noch ist. Nämlich, seit über 25 Jahren erlebe ich Teilnehmer, die in Seminaren sind, die Vorträge erleben und die da rauskommen und total motiviert sind und neue Dinge vorhaben. Und die kommen zurück dann in ihren Alltag und sind total aufgedreht und wollen jetzt was ändern und mehr Erfolg haben. Und das Umfeld sagt, Moment mal, was war denn mit dir? Wo warst du denn? Ach, auf einem Seminar. Ja, du, warten wir mal eine Woche, dann ist wieder normal. Und das hast du, wenn du nach Hause kommst und dein Partner, deine Partnerin können damit nicht umgehen, dann sagen, ja mal, wie bist du jetzt drauf? Wie um 5 Uhr aufstehen? Wie jetzt noch 3 Kunden mehr? Geht's dir noch gut? Das Umfeld reagiert da ganz komisch drauf. Deine Freunde, auf einmal sagst du, ja, ich will noch mal richtig durchstarten, ich mache jetzt dies, jenes. Wie? Brauchtest du doch bisher nicht. Euch geht's doch gut, warum willst du denn das machen? Oder im beruflichen Umfeld, auf einmal sagen die Kollegen, was machst du denn da? Wieso besuchst du mehr Kunden, wieso rufst du die an? Das ging doch bisher auch, hast doch gute Zahlen, was willst du denn? Die meisten, und das ist der wichtigste Punkt, die meisten scheitern am Umfeld. Es ist nicht die Motivation, es ist nicht der Wille, es ist weniger das Können, sondern es ist das Umfeld. Wenn du nämlich willst und du kommst nach Hause und erlebst so etwas, was Andreas Burani in diesem Lied hier beschreibt, ja, du willst springen und die schlägt Wurzeln. Du willst Attacke machen und die sagt, halt mal die Füße still. Dann wird das nichts. Du wirst nie richtig erfolgreich. Und das ist gar nicht bös gemeint. Das Umfeld hält uns unten, hält uns so, wie wir jetzt sind, unbewusst, weil unser Umfeld liebt uns so, wie wir jetzt sind. Wenn ihr heute Abend nach Hause kommt, euer Pater, eure Partnerin lieben euch so, wie ihr seid. Und wenn ihr von heute ein paar Ideen mitnehmt und ihr wollt etwas ändern, dann ist das für euer Umfeld unbequem, weil die müssten sich auch verändern. Das wollen die nicht. Die meisten scheitern am Umfeld, weil das Umfeld euch unten hält. Schaut, was könnt ihr tun? Was könnt ihr tun? Jemand, der drogenabhängig ist und einen Entzug macht und der kommt dann wieder zurück in sein ursprüngliches Umfeld, der hat in der Regel keine Chance. Das geht ein paar Tage, ein paar Wochen gut, aber dann wird der rückfällig. Weil in dem Umfeld hat sich nichts verändert. Er war auf Entzug, aber ansonsten ist alles gleich. Der hat nur eine Chance, wenn er jetzt umzieht, ein paar hundert Kilometer weg in eine andere Stadt, wo ihn keiner kennt, wo er keinen kennt, am besten in ein anderes Land. Dann hätte er eine Chance. Ein guter Freund von mir, ein Rednerkollege, Christian Bischoff. Ich meine im Moment der angesagteste Motivationstrainer, den es gibt, das ist der mit dem roten Stirnband. Christian Bischoff war früher Profi-Basketballtrainer, der jüngste Basketballtrainer in der Bundesliga. Und als er diesen Beruf an den Nagel gehangen hat, ist er weggezogen mit seiner Partnerin. In ein ganz kleines Dorf, viele Kilometer weg, wo ihn keiner kannte und er keinen kennt. Weil er gesagt hat, wäre ich in Bamberg geblieben, dann wäre ich immer der Basketballtrainer gewesen, der jetzt einen auf Speaker macht. Aber jetzt bin ich in einem anderen Dorf, da kennt mich keiner und da kennen mich, wenn, die Leute nur als Speaker. Das Entscheidende ist, dass du dein Umfeld verlässt. Jim Rohn hat einmal gesagt, wir sind der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen.
Und das ist spannend. Schaut mal, wer sind die fünf Menschen, mit denen ihr die meiste Zeit verbringt? Und jetzt schaut mal, wie alt sind diese Menschen, in welchem körperlichen Zustand sind die? Sind die übergewichtig oder sind die fit? Sind die mit ihrem Beruf zufrieden? Sind die glücklich in dem Beruf oder machen sie den nur, weil irgendwie der Kühlschrank gefüllt werden muss? Wie ist die Partnerschaft? Wie oft sind die schon geschieden? Wie gehen die in der Partnerschaft mit dem Partner um oder der Partnerin? Und wie erfolgreich sind die in ihrem Leben, in ihrem Job? Was haben die, wie viel Geld haben die, welches Vermögen haben die? Schaut dir das an und das Spannende ist, wir sind der Durchschnitt dieser fünf. Und das ist kein Schicksal. Das ist, du musst das nicht akzeptieren. Wenn du mehr willst als das, was du jetzt hast. Wenn ihr sagt, boah, so wie es jetzt ist, ist super. Also mehr will ich gar nicht, das ist klasse so. Aber die meisten, die zu solchen Veranstaltungen kommen wie heute, die wollen mehr. Die wollen mehr vom Leben, die wollen sich weiterentwickeln. Sonst wärt ihr heute nicht hier. So, und das bedeutet, ich muss nicht mit diesen fünf Menschen den Rest meines Lebens verbringen. Ich kann mir neue suchen, ich kann mir Leute suchen, an denen ich wachsen kann. Das Umfeld. Ich habe zwei spannende Beispiele für das Umfeld und wie wir mit dem Umfeld umgehen. Das Umfeld prägt unseren Charakter. Ich habe einen Freund, der ist Fotograf und der ein oder andere wird ihn möglicherweise kennen, Calvin Hollywood. Calvin Hollywood hat vor kurzem den 10. Jahrestag gehabt seiner Ehe und hat einen Text auf seiner Fanpage bei Facebook veröffentlicht. Das ist was anderes, wenn er das macht, als wenn wir das machen, weil er hat über 100.000 Fans. Und er veröffentlicht folgenden Text. 10 Jahre auf den Tag genau, so lange bin ich mit Sunny verheiratet. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir Jahrestag, Geburtstage und so weiter eigentlich gar nicht viel bedeuten. Was mich aber extrem fasziniert und mir mega viel bedeutet, ist, meine Frau war seit meiner ersten Photoshop-Stunde dabei. Sie kochte das Essen bei meinem ersten Workshop im Wohnzimmer. Also der Workshop war im Wohnzimmer, ja? Sie sprach Mädels, professionelle Modelle an, als ich noch in Diskos fotografierte. Sie saß in der letzten Reihe meines Vortrags in der Kunsthochschule in New York, wo es für mich um alles ging. Sie hat Monate im Krankenhaus verbracht, um unsere Zwillinge gesund zur Welt zu bringen. Sie fragt mich vor dem Urlaub, ob ich nicht die PlayStation mitnehmen will. Sie ist bei fast allen Events dabei und unterstützt an allen Ecken. Sie hat gesagt, ich soll mir das große Studio hier holen, als ich Schiss hatte. Sie meinte damals beim Mediamarkt, ich soll mir die große Kamera kaufen. Ich wollte eigentlich nur einen Speicherstick kaufen. Verliebt sein ist cool. Jemanden lieben ist die Erfüllung. Ich freue mich auf die nächsten 10 Jahre. So. Fragt euch mal, was würde euer Partner beim 10. Jubiläum veröffentlichen? Was würdet ihr veröffentlichen? Habt ihr einen Partner, der so mit euch wächst, wie das Calvin gerade beschreibt? Oder habt ihr einen Partner, der eher so ist, wie das bei Andreas Burani in dem Lied drin war? Ja, wo die Partnerin komplett das Gegenteil nur will. Die meisten scheitern am Umfeld und nicht an dem, dass sie es nicht können. Auf meiner Liste, was ich irgendwann in meinem Leben noch machen will und auch noch mal haben will, steht ein Ferrari drauf. Da kann man drüber denken, wie man will, aber ich habe einen ganz bestimmten Ferrari und den will ich mal haben. So, und jetzt lief vor einigen Wochen der Leasingvertrag für meinen Wagen aus und jetzt war die Frage, welchen Wagen bestelle ich, welchen Wagen kaufe ich? Und dann habe ich einen Ferrari gefunden, genau den. Jetzt habe ich überlegt, wie erkläre ich das meiner Frau? Und ich habe damit gerechnet, dass sie sagen wird, sag mal, gibt es irgendwas in deinem Leben, was nicht rundgelaufen ist? Hast du irgendeinen Komplex, den du ausgleichen musst? Brauchst du so eine Schwanzverlängerung? Sag mal, wir haben Kinder, wo sollen die sitzen? Wozu brauchst du einen Ferrari? Damit habe ich gerechnet. So, und dann beim Abendessen habe ich dann erzählt. Und sie hat dann gefragt, warum gelb und nicht rot? Die
meisten scheitern am Umfeld. Unser Umfeld formt den Charakter. Und du bist der Schnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Sind die Menschen um dich herum, sind die da, dass sie dich fördern und fordern, dass sie dich unterstützen, oder gehen die auf die Bremse? Und der letzte Gedanke ist, die Amerikaner haben einen Spruch, der sinngemäß so heißt: Wenn du der Cleverste, der Smarteste, der Intelligenteste, der Erfolgreichste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Und da ist was dran. Überlegt mal, wenn du der beste Fußballspieler bist in deiner Mannschaft, dann bist du in der falschen Mannschaft. Wenn du in deiner Firma der beste Verkäufer bist, bist du in der falschen Firma. Wenn du in deinem Team, in dem du arbeitest, der cleverste bist, bist du im falschen Team. Weil du wirst dich nicht weiterentwickeln. Die anderen orientieren sich an dir, aber du wirst dich nicht weiterentwickeln. Hinterfrag das. Hinterfrag das, bist du im richtigen Raum. Manuel Neuer war sehr erfolgreich bei Schalke und ist dann trotz des Riesenprotestes zum FC Bayern gegangen, weil er war sehr wahrscheinlich der beste Spieler in der Schalker Mannschaft. Und wenn du der Beste bist, der Cleverste im Raum, dann bist du im falschen Raum. Und deswegen ist er gewechselt nach München, weil er sich dort weiterentwickeln kann. Wie sieht das bei euch aus? Inwieweit entwickelt ihr euch weiter? Inwieweit wechselt ihr die Räume? Wer von euch hat noch Freundschaften, die ihr heute noch pflegt, intensiv pflegt, wo man sich so einmal die Woche vielleicht sieht, aus der Sandkasten- und Kindergartenzeit? Wer hat solche, die ihr heute noch pflegt? Alles klar, finde den Fehler. Finde den Fehler. Also ich hatte vor einiger Zeit ein Klassentreffen, ein Stufentreffen. Ja, das war 20 Jahre nach Schulabschluss. So, hör mal, und das ist super interessant gewesen. Das ist der Wahnsinn, dass du siehst, wie haben sich die anderen entwickelt. Ich bin auf dem Land groß geworden, in einem Dorf groß geworden. Und 98% derer, die damals mit mir in der Schule waren, in der gleichen Stufe, sind immer noch dort. Und die Entwicklung ist anders. Anders. Die ist anders. Interessant. Oder für all die, die jetzt irgendwie 25 oder älter sind und noch bei Mama zu Hause wohnen. Was erwartet ihr? Du wirst dich nicht weiterentwickeln, wenn du mit 25 noch bei Mama bist. Du musst frühzeitig da raus und gucken, dass du dich weiterentwickelst und neue Eindrücke hast. Also, ich mache brillante Verkaufstrainings. Und die Leute kommen total motiviert da raus und die haben viel gelernt. Und trotzdem sind die wenigsten, die wirklich die PS auf die Straße bringen, weil das Umfeld es nicht zulässt, weil sie am Umfeld scheitern. Und deswegen noch der letzte Tipp: Geht nie auf ein Seminar alleine, niemals. Nehmt immer Teile eures Umfelds mit. Immer. Ich nehme immer Mitarbeiter mit aus meinem Team ins Seminar. Das hat 2 Gründe. Das eine ist, dass ich nicht der Einzige bin, der wiederkommt und irgendwie coole Ideen hat und alle denken, wo war der jetzt wieder? Ja, sondern die anderen das verstehen und ich kann es an die oftmals delegieren nach einer Umsetzung. Ja, das ist praktisch. Das ist total praktisch. So, die meisten scheitern im Umfeld. Das Umfeld prägt den Charakter. Wenn du der Cleverste im Raum bist, dann musst du wechseln, in jedem Fall. Und zum Schluss noch, solltet ihr zum Schluss noch, habe ich schon mehrfach gesagt, ne? Aber das ist ja zum Schluss jetzt, das ist der Schluss schlechthin. Wenn ihr zum Geburtstag so eine Postkarte bekommt, so eine Glückwunschkarte mit den besten Grüßen, und da steht drauf, bleib wie du bist, dann zerreiß die oder noch besser, pack sie in den Umschlag und schick sie zurück. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du in 3 Jahren noch genau der gleiche Mensch bist, der du heute bist. Vielen Dank, fette Beute. Danke. Danke. Hallo, wir sind Gedankentanken, die Plattform, die dich weiterbringt. Wie hat's dir gefallen? Was fandst du richtig? Was siehst du anders? Bitte kommentiere doch und abonniere hier unseren Kanal.
Und bitte schau dir auch gleich hier das nächste Video an, da ist wieder was für dich dabei. Und wenn dich das Thema persönliche Weiterentwicklung interessiert, das absolute Superangebot, und zwar hier findest du unser Gedankentanken-Basisseminar Dein Mindset für Glück und Erfolg. Also wenn du Lust darauf hast, Erfolgsstrategien für Job und Privatleben zu erlernen von richtigen, coolen Experten, dann ist das hier das Gratis-Seminar, für welches du dich jetzt hier anmelden kannst. Und ansonsten würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, vielleicht auf einem Gedankentanken-Event oder aber wenn du mindestens mal unsere Website besuchst, www.gedankentanken.com. Dort findest du jede Menge spannende Seminare und Angebote und wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, also wahrscheinlich auch bei dir um die Ecke.